noch eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Video. In den sozialen Berufen heißt das, was ich in dem letzten Video angesprochen habe, dass jeder Verantwortung übernehmen muss. Ja? Niemand kann sich darauf berufen, welche Regeln da vorhanden sind und dass das ja so gemacht werden muss. Nein, in sozialen Berufen muss man sich das anschauen und gegebenenfalls Verantwortung übernehmen und miteinander reden. Und diese ganzen hierarchischen Strukturen müssen in diesen Berufen etwas aufgeweicht werden, sodass mehr miteinander auf Augenhöhe geredet werden kann und dass auch in den Etagen, in den Ebenen, dass diese vermischt werden, dass sich jeder der anderen Ebene bewusst wird, denn nur so kann man gemeinsam für das Kind oder gegebenenfalls für den Kranken, für den Pflegebedürftigen auch wirklich da sein. Das geht nicht, wenn das so aufgebaut ist wie in den klassischen Wirtschaftsunternehmen, und wir tendieren leider dahin. Und diese ganze Pflege und Erziehung und Schule passt leider nicht in dieses kapitalistische System, die bei anderen Unternehmen, was Innovation und Gewinn angeht, durchaus funktioniert. Nur auch wenn diese Unternehmen zu lang den menschlichen Aspekt ausklammern, werden die auch Probleme bekommen. Ja, wir sind in einer Zeit, wo das nicht mehr so einfach gehen wird in Zukunft, diesen Mensch auszuklammern. Und noch ein kurzer Punkt zum Gehalt in sozialen Berufen. Warum muss denn in sozialen Berufen immer hart gekämpft werden und am Ende kommt eine kleine Gehaltssteigerung bei raus und in anderen Unternehmen verdient man schon am Band richtig viel Schotter? Das liegt einfach daran, dass dieses Produkt, ja, die Arbeit nicht quantifizierbar ist, sie ist nicht so überprüfbar. Bei anderen Unternehmen, da ist es klar, jemand, der am Band steht, der trägt dazu bei, dass am Ende zum Beispiel ein Porsche dabei rauskommt, und mit diesem Porsche macht man einen gewissen Grad an Gewinn und das wird an die Mitarbeiter wieder ausgeschüttet und die Aktionäre. Eine Pädagogik oder eine Pflege, also im Prinzip, was man den Menschen an Gutes tut, dass man ihnen einen schönen Lebensabend beschert, dass man sie gesund erhält, dass man Kinder so sozialisiert erzieht, ihnen so eine feste Bindung mitgibt, dass sie später empathisch sein können, selbstbewusst, souverän handeln können, ihre Leidenschaft folgen können und nicht psychisch krank werden oder ähnliches. Das ist nicht überprüfbar in der Hinsicht. Ja? Das ist nicht quantifizierbar. Man kann nicht am Ende sagen, okay, das hat der Wirtschaft jetzt so viel gebracht, diese Art von Erziehung, dass derjenige dann so entlohnt wird. Unser System ist nicht darauf ausgelegt, soziale Berufe wertschätzen zu können, weil das Wirtschaftssystem nur an Fakten orientiert ist, an Zahlen. Und das geht in anderen Unternehmen sehr gut, aber das geht in den sozialen Berufen überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch so schwer, Geld dafür locker machen zu können, ja? Für in diesem System, für Politik, für alle möglichen Institutionen, die da an den Hebeln sitzen. Also nochmal zusammengefasst, diese sozialen Berufe, Pflege, Erziehung, Schule, die passen nicht in unser jetziges Wirtschaftssystem. Sie werden aber immer mehr dem angeglichen. Das führt dazu, dass die Bezahlung schlechter ist, dass quasi der Wert dieser Arbeit nicht erkennbar ist, weil er nicht quantifizierbar ist, nicht in Fakten gegossen, in Zahlen gegossen werden kann. Das zum einen. Und zum zweiten ist dieses System von der hierarchischen Struktur nicht anwendbar auf diese Strukturen, die in der normalen Wirtschaft vorhanden sind. Und dadurch geht die Freiheit der Mitarbeiter, die reduziert sich. Dadurch auch die Freiheit in der Arbeit, die Qualität der Arbeit. Das geht wieder auf die Kinder zurück, die dann wieder diesen vorgefertigten Rahmen weitergeben, wenn sie erwachsen sind. Und so ist das quasi ein Teufelskreis. Und man muss diese Bereiche auskoppeln und sich bewusst machen, dass die sehr eigenständig existieren müssen und dass die auch qualitativ hochwertiger entlohnt werden müssen, dass die angepasst werden müssen, dass sie nicht mehr totgeschwiegen werden dürfen und dass auch die Qualität der Arbeit davon abhängt und der Erfolg letztendlich, den man ja gar nicht quantifizieren kann, aber der ja da ist, wo was jeder weiß, und dass eben hier nicht nach den normalen Maßstäben rangegangen wird, also nicht gemessen wird wie in der freien Wirtschaft, sondern anders.
Und dann wird sich das auch mit dem Gehalt, dann dürfen die Personen wieder mit Herz arbeiten, was in diesen Jobs elementar ist. Ein Informatiker, der dann Code schreibt oder am Band jemand steht, der muss nicht unbedingt mit Herz arbeiten, aber die in der Pflege und der Erziehung in den Schulen, die müssen das tun, damit die Arbeit erfolgreich ist. Wenn man das erkennt, diesen Leuten mehr Freiraum gibt, die hierarchischen Strukturen aufweicht, mehr entlohnt, den Wert nicht so bemisst wie in anderen Unternehmen, weil er nicht so bemessbar ist, dann werden wir eine gute Schule, eine gute Pädagogik und eine gute Pflege wieder erreichen mit Personal, das gern dort arbeitet.